Das ist die Hausarztpraxis To Go. Mehr braucht Frauke von Wirz nicht. Sie ist eine sogenannte Televera, Abkürzung für telemedizinische Versorgungsassistentin. Auf dem Weg zu einem jungen Patienten, der im Rollstuhl sitzt. Normalerweise würde ja der Arzt hinfahren, weil das aber zeitaufwendig ist, bleibt er in der Praxis. Ein EKG schreibende Blutabnahme, das macht er in kaum einer Arztpraxis noch der Doktor höchstpersönlich. Und diese ganzen Untersuchungen, die mache ich dann jetzt auch genauso auf Hausbesuchsrunde wie in der Praxis. 20 Minuten später. Hi. Frauke von Wirz schaut alle paar Wochen bei Christoph Winterberg vorbei. Na, wie geht's dir? EKG, Lungenfunktion und Blutdruck, Routineuntersuchungen nur eben nicht wie sonst beim Arzt, sondern beim Patienten zu Hause. Christoph Winterberg sitzt seit Geburt im Rollstuhl. Ein Besuch beim Arzt ist immer ein Aufwand, deshalb die mobile Praxis. Die Geräte sind kleiner und sie erfassen auch nicht nur die Vitaldaten. Die werden jetzt quasi zum Dr. Assmann in die Praxis, direkt in die Datei von dem Patienten geschickt. Es geht ganz automatisch. Der Blutdruck ist auch jetzt ziemlich gut. Da wird sich der Chef gleich freuen. Blutdruckdaten erfolgreich empfangen. Der Chef, das ist Thomas Assmann, der Hausarzt, der sich Tele-Landarzt nennt und der nicht nur die Blutdruckwerte sehen will, sondern auch darüber reden. Die Sprechstunde als Videochat mit der Televera und natürlich auch mit dem Patienten. Okay, ich würde jetzt mal weiterreichen, dann könnt ihr noch sprechen, ja? Ciao, ciao. Bitteschön. Hallo, ja, soweit ganz gut. Das persönliche Gespräch, sagt Thomas Assmann, ist auch für den Telearzt unverzichtbar. Dafür müsse er aber nicht stundenlang über Land fahren, denn dafür fehle ihm schlicht die Zeit. Der Behandlungsbedarf wird mehr, aber die Ärztezahl, die wirklich praktiziert, gerade auf dem Land, wird deutlich abnehmen. So haben wir auf einmal ein großes Delta, ein Missverhältnis zwischen Bedarf auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Akteuren. Und da müssen wir eine neue Form finden, um das zusammenzubringen. Deshalb die Idee vom Telehausarzt. Sie kam Assmann vor 2 Jahren, als er über den Telenotarzt im Aachener Land las. Mit einem Medizintechnikhersteller hat er sein Konzept weiterentwickelt, das nächste Woche in NRW, Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen umgesetzt werden soll. Es wird immer Kollegen geben, die etwas Bedenken haben. Aber wir wenden uns an die modernen, zukunftsorientierten, lösungsorientierten Kollegen. Und da gibt es eine ganze Menge. Und ich gehe davon aus, dass 70-80% der Kollegen da mitmachen können und wollen. Die Gesundheitsministerien jedenfalls sind vom Tele-Landarzt überzeugt. Christoph Winterberg auch. Jedenfalls sieht er keinen Nachteil in der Fernsprechstunde. Videotelefonie ist jetzt für mich nichts Ungewöhnliches. Ne? Der Arzt ist trotzdem an meiner Seite und für mich verändert sich jetzt nicht viel, außer dass ich natürlich mir die Wege spare und mich dann auf den Besuch zu Hause einstellen kann. Was ja nicht heißt, dass er nicht mehr in die Praxis kommen darf, könnte er natürlich, muss er aber eben nicht. Nachfragen dazu an Dr. Christiane Groß. Sie kommt hier aus Wuppertal, engagiert sich beim Ärztlichen Beirat in Nordrhein-Westfalen und bei der Bundesärztekammer eben zum Thema Telemedizin. Klingt für mich super. Ich rufe morgens früh nur noch meinen Hausarzt an und dann läuft alles per Videokonferenz und es kommt jemand vorbei und nimmt meine Werte. Ist das wirklich überall demnächst so? Also ich glaube, dass es nicht überall so ist. Es kann so sein und es wird vielleicht in naher Zukunft oder auch in weiterer Zukunft vielleicht an der einen oder anderen Stelle so sein. Aber wichtig ist, dass es immer nur Ihr Hausarzt ist, der Sie kennt. Mhm. Kann das wirklich funktionieren, habe ich mich gefragt und vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer, dass ein Arzt nur anhand weniger Daten und anhand vielleicht einer Videoschalte Symptome abklären kann. Der guckt mir ja nicht in die Augen und sieht vielleicht nicht, ist da ein bisschen was Gelbliches oder so. Und er kann sie auch nicht riechen und er kann sie nicht tasten. Und aus dem Grund gibt es in unserer Berufsordnung einen Passus, der das sogenannte Fernbehandlung verbietet. Also tatsächlich sollten Sie das nur bei Ihrem eigenen Hausarzt versuchen oder bei dem Arzt, bei dem Sie in Behandlung sind. Und dann ist es durchaus als Nachkontrolle oder als Kontrolle von bestimmten Werten, die immer wieder gemessen werden sollen, eine sinnvolle Ergänzung. Und es ist eine Ergänzung und kann nicht
eine Behandlung von Arzt oder Ärztin ersetzen. Also ganz definitiv der Arzt, der wird einschreiten, wenn er merkt, ach, irgendwie gefällt mir da was nicht, ich muss den Patienten sehen. Dann gibt es keine weitere Behandlung so, sondern dann muss man das anderweitig regeln. Wenn es sich um bekannten Patientinnen und Patienten handelt, wird der Arzt so reagieren. Wenn es ein fremder Patient ist, muss er sofort sagen, kommen Sie erst mal in meine Praxis. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich was ist, was auf dem Land sehr gut funktioniert, wo die Wege sehr weit sind, sowohl für die Patienten als auch für einen Hausarzt. Ist das die Zukunft? Wird deshalb getestet? Das könnte die Zukunft sein, wobei ganz klar ist, dass dann auch die Ärzte vernetzt sein müssen. Und das ist noch ein ganz, ganz langer Weg. Vernetzt auch im Sinne, der Netzausbau auf dem Land, der muss auch gut funktionieren. Das ja, ist ja auch und so es ein muss Punkt. Ja eine sichere Vernetzung sein. Das heißt, wir haben ja hier gerade mit den Patientendaten enorm sensible Daten. Und da sind höhere Sicherheitsmaßnahmen als die normalen Netze vorhanden. Ganz kurz zum Schluss, wann glauben Sie, wird das flächendeckend da wohl eingeführt? Kann ich Ihnen keine Prognose zu sagen. Dauert aber sicher noch viele Jahre. Wir werden es gespannt verfolgen. Dr. Christiane Groß war das vom Ärztlichen Beirat hier in Nordrhein-Westfalen und von der Bundesärztekammer zum Thema Telemedizin. Danke.